Und ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 7, Antrag der Fraktion der Piraten, Drucksachennummer 10059, Schluss mit dem Betrug bei Verbrauchs- und Emissionswerten von Kraftfahrzeugen, Potenziale für den Verkehr von morgen mobilisieren. Ich eröffne die Aussprache, und für die antragstellende Fraktion der Piraten hat Herr Kollege Bayer das Wort. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, verehrte Besucher hier und am Stream im Auto, stellen Sie sich einmal vor, das Land Nordrhein-Westfalen hätte Ziele. Ziele wie Fortschritt, wirtschaftliche Stärke, außerdem den Schutz der Umwelt, unseres Klimas und der Gesundheit. Für den Umweltschutz und die Gesundheit der Bevölkerung gäbe es funktionierende Umweltzonen, und auf die Feinstaubbelastung in den Städten würde geachtet. Ein Beitrag zum Klimaschutz könnte ein konsequenter Klimaschutzplan leisten, dem ein Klimaschutzgesetz zugrunde liegt. Aber ich frage Sie, weshalb sollten wir uns lange über die Ziele und Maßnahmen streiten, wenn die Werte, mit denen wir arbeiten, die Zahlen, die wichtig sind, damit Umweltzonen und Klimaschutz funktionieren, falsch sind? Wenn wir uns auf die Grundlagen nicht verlassen können, dann sind die Ziele rein gar nichts wert. Auch die im Koalitionsvertrag nicht. Und die Maßnahmen für Klimaschutz und Umweltschutz sind entwertet. Tatsächlich wissen wir seit vielen Jahren, dass zugunsten der deutschen Autobauer getrickst und weggesehen wird. Allein den VW-Betrug aufzuklären reicht daher nicht. Ebenso reicht es nicht, nur auf die Stickoxidemissionen zu achten. Unser Antrag weist besonders die Verbrauchswerte auf die Verbrauchswerte und die CO2-Emissionen hin, die durchgängig weder ehrlich noch realistisch angegeben werden. Dabei brauchen gerade Maßnahmen mit Lenkungswirkung realistische und nachvollziehbare CO2-Werte. Sogar die Kfz-Steuer wird da nicht berechnet. Und dass nun bei 800.000 Autos des VW-Konzerns die CO2-Werte nicht stimmen, ist gar keine Überraschung. Das dürfte auch andere Autobauer betreffen. Dass es sich dabei nur um vielleicht nicht nur um ganz legale Steuerprogrammtricks handelt, die von Sigmar Gabriel und Alexander Dobrindt abgesegnet sind. Ja, das wiederum ist eine Sache, dass es sich hierbei womöglich um echten Betrug handelt. Das ist natürlich schlecht für VW. Aber noch einmal ein Weckruf, damit die Chance, etwas an der Politik und diesen unehrlichen Werten und des Selbstbetrugs zu ändern, nicht verpasst wird. Und dafür steht auch unser Antrag. Politik und Autobauer wollen lieber zum Tagesgeschäft übergehen, das ist klar. Doch das würde allen Beteiligten schaden, auch den Autobauern. Uns Piraten wundert ja, dass der Drang, gerade auch der Grünen hier in NRW, gut, Oliver Kirscher im Bund kann es ja, das haben wir heute Morgen gesehen, dass der Drang nicht größer ist, den VW-Betrug, Dieselgate für die Autoindustrie zu dem werden zu lassen, was Fukushima für die Energiebranche war. Nämlich der Einstieg zum Ausstieg. Konkreter der Einstieg in das Zeitalter der Mobilität nach der digitalen Revolution und der Ausstieg aus dem Zeitalter des Verbrennungsmotors. Das würde allen klimapolitischen Zielen weiterhelfen. Der Verbrennungsmotor, gerade der Dieselmotor, ist zu Ende entwickelt. Das ist kein Geheimnis. Für minimale Verbesserungen beim Wirkungsgrad und bei der Sauberkeit müssen Milliarden investiert werden. Hohe Investitionen in Lobbyismus sorgen dafür, dass das Geschäft dennoch weiterläuft. Bis heute. Durch die digitale Revolution gibt es große Umwälzungen, auch in der Mobilität, mit einem ordentlichen Technologiesprung. Es sind plötzlich neue Player im Markt und sehr, sehr viel Geld wartet darauf, mit hohem Risiko investiert zu werden. Denken Sie dabei nicht nur an Google, Apple, Tesla oder Uber, auch an die neuen Zulieferer, wie zum Beispiel Samsung, LG oder Panasonic. Drei Entwicklungen werden die Zukunft der Mobilität entscheidend beeinflussen. Die Elektromobilität, der Elektromotor wird den Verbrennungsmotor und die komplizierten Teile eines Autos ersetzen. Das wird nämlich auch jahrzehntelange Tüftel- und Entwicklungsarbeit entwerten. Dann das autonome Fahren, Assistenzsysteme werden ganz schnell immer wichtiger. Updates werden während der Lebenszeit eines Autos Systeme verbessern und ausbauen. Das Betriebssystem des Autos entkoppelt sich von der Hardware und wird kaufentscheidend. Und der Umgang mit Daten, offene Standards oder nicht, Chancen für Start-ups oder Monopole, Datenschutz, hier wird sich viel entscheiden. Ich halte fest, die Vergangenheit
kann man nicht mit Tricks und Täuschungen in die Gegenwart retten und schon gar nicht in die Zukunft. Die deutsche Verkehrslandschaft braucht den Wendepunkt dringend. Und allein den VW-Betrug aufzuklären, reicht nicht. Nur wenn der Selbstbetrug der Automobilindustrie im Zusammenhang mit der Politik beendet wird, hat sie den nötigen Anreiz, die wichtigen Entwicklungen für den Verkehr von morgen anzugehen. Es ist ein Gebot der Transparenz, die Hersteller endlich dazu zu verpflichten, ihren Kunden realistische Angaben zu machen. Ich komme zum Schluss. Der Verbrennungsmotor ist eine Technologie von gestern. Wir fordern eine klare Ausstiegsperspektive. Nur dann können wir gemeinsam unsere gemeinsamen Ziele zur Gesundheits-, Umwelt- und Klimaschutzpolitik erreichen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Bayer. Für die SPD-Fraktion spricht Frau Kollegin Philipp. Vielen Dank, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren. Beim vorliegenden Antrag der Piratenfraktion, den wir heute beraten, haben sich uns schon in weiten Teilen die Fragen gestellt, warum wir heute diesen Antrag hier im Plenum, im Landesparlament beraten und warum wir uns im weiteren Verlauf auch im Verkehrsausschuss mit diesem Antrag beschäftigen sollen. Sie haben auch gerade die Stichpunkte genannt am Ende. Gesundheit, Umwelt, das sind die Schwerpunkte, über die Sie heute geredet haben. Von daher ist die Zuständigkeit uns heute nicht so ganz klar geworden, werden das aber natürlich heute hier gerne mit Ihnen erörtern. Einige Anmerkungen zum VW-Skandal. Ich denke, da sind wir uns einig. Es geht in erster Linie um lückenlose Aufklärung. Und wer die Nachrichten gestern oder heute Morgen verfolgt hat, der hat eben auch gemerkt, dieses Thema, dieser Skandal, der wird uns noch weiter beschäftigen. Und wir wissen heute noch gar nicht, wo das Ganze enden wird, was noch aufgedeckt wird. Von daher ein laufender Prozess, dem wir uns mit Sicherheit auch in der politischen Begleitung widmen werden. Die eingestandenen Manipulationen von Millionen von Fahrzeugen sind zweifelsohne sehr schlimm. Das ist ein Schlag für die betroffene Kundschaft, aber vor allem auch für die Belegschaft von VW, die das jetzt auszubaden hatten. Das ist, denke ich mal, auch ein wichtiger Faktor für die Politik, dass wir jetzt darauf achten müssen, dass diese Krise bei VW nicht auf dem Rücken der Beschäftigten ausgetragen wird. Es ist aber vor allem auch ein Schlag für die Umwelt, und dann kommen wir jetzt eben zum eigentlichen Thema Ihres Antrags. Denn dass die Lebensqualität und die Gesundheit unserer Bürgerinnen und Bürger dem kurzfristigen Profit geopfert wurde, das ist so natürlich auch nicht hinnehmbar. Und sowas muss in Zukunft mit allen Mitteln verhindert und natürlich auch sanktioniert werden. Die aufgedeckten Machenschaften sind kriminell. Sie erfordern neben der vollständigen Aufklärung auch eine zügige Behebung. Und die angekündigte Rückrufaktion von VW muss daher auch im Sinne der Verbraucher ganz schnell umgesetzt werden. Durch den Betrug hat die Marke VW Schaden genommen. Es darf aber eben auch nicht eine komplette Branche wie die Automobilbranche jetzt unter Generalverdacht gestellt werden. Und dies gilt im Übrigen auch. Das gilt im Übrigen auch für die effiziente Dieseltechnologie. Denn einen Brennstoff gegen den anderen auszuspielen, das geht fehl. Der Steuervorteil für Diesel macht zum Beispiel deswegen Sinn, weil die Motoreffizienz größer ist. Die Vorteile sind die höhere Verdichtung, der geringere Verbrauch und die höhere Haltbarkeit der Motoren. Von daher sollte Dieseltechnologie eher konsequent weiterentwickelt und eben nicht, so wie von Ihnen gerade gefordert, bekämpft werden. Die Umverteilung des Energiesteueraufkommens aus Diesel ist zudem nicht sinnvoll, denn schon heute werden von dem Gesamtaufkommen der Energiesteuer und Kfz-Steuer im Gesamtvolumen 53 Milliarden Euro pro Jahr sind das, nur 19 Milliarden Euro direkt in die Verkehrsinfrastruktur überhaupt investiert. Und wir wissen, wir reden über kaputte Straßen, kaputte Brücken hier sehr oft in diesem Parlament. Und angesichts dieser Herausforderungen, die wir da haben, wäre das auch abstrus, aus diesem Bereich Geld dann zu entziehen und in den ÖPNV-Bereich umzuleiten. Auf diese Scheindebatten sollten wir heute verzichten. Zwar sind in den letzten 5 Jahren die CO2-Emissionswerte vom Pkw um mehr als ein Viertel gesunken, aber die Unternehmen sind in der Branche natürlich auch weiterhin gefordert. Denn die Erfolgsfaktoren der Automobilbranche werden sich aufgrund neuer Umweltstandards und auch anderes Nachfrageverhaltens der Verbraucher wandeln. Und das kann durch effektive Wirtschaftsförderung, da sind wir an Ihrer Seite, natürlich auch mittelfristig unterstützt werden. Vor allem sind aber aus unserer Sicht einheitliche EU-Regelungen und Standards gefragt, weswegen wir das Thema hier heute sehr gerne diskutieren können, aber die Entscheidungskompetenz sicherlich auf einer anderen Ebene liegt.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, der Wohlstand dieses Landes begründet sich selbstverständlich auch darauf, dass wir Innovationsführer beim Automobil sind. Krisen können in diesem Zusammenhang deswegen auch immer für uns Wendepunkt sein, um Neues voranzubringen, um auch Zukunftspotenziale besser auszuschöpfen. Und diese Möglichkeiten von schadstoffarmen Antrieben sollten natürlich auch genutzt werden. Die Förderung dazu läuft hier vor allen Dingen in Nordrhein-Westfalen schon seit Jahren. Es wird dabei auch auf die Marktgängigkeit der Produkte und die Energie- und Rohstoffbilanz geachtet. VW hat deutlich gemacht, diesen Weg zu gehen, neue Antriebsformen wie die Brennstoffzellen und Elektromobilität zu stärken. Das sind alles schon Ideen, die formuliert worden sind. Und vielleicht steckt dahinter auch die Erkenntnis, dass die Mobilität der Zukunft durchaus eine andere sein wird, als wir sie heute diskutieren. Der Fokus sollte nicht alleine auf Verkaufszahlen liegen, sondern es sollte natürlich immer auch um den ressourcenschonenden Umgang mit der Umwelt gehen. Und wenn die Unternehmen aus diesem Skandal das zumindest mitnehmen und lernen, hätte das Ganze für uns noch eine positive Seite. Also zum Abschluss, liebe Piratenfraktion, um nochmal auf eine Forderung des Antrags auch zurückzukommen. Gute, ressortübergreifende Mobilitätskonzepte, wie Sie die heute auch fordern, die gibt es aus unserer Sicht schon. Wir haben unter Einbindung von Radverkehr und ÖPNV diese Mobilitätskonzepte schon auf den Weg gebracht. Siehe Radschnellwege, das neue Mobilitätskonzept der Landesregierung, die aktuelle Förderung des Stadtverkehrs und so weiter und so fort. Die Liste lässt sich so fortführen, also die Maßnahmen sind vorhanden. Von daher, aus unserer Sicht bedurfte es Ihres Antrags heute nicht. Wir freuen uns natürlich trotzdem auf die Beratung im Ausschuss und stimmen der Überweisung natürlich heute zu. Dankeschön. Vielen Dank, Frau Kollegin Philipp. Für die CDU-Fraktion spricht Herr Kollege Moritz. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, Konfuzius sagt, wenn die Begriffe sich verwirren, ist die Welt in Unordnung. Jetzt will ich nicht so weit gehen und sagen, dass die Piraten mit ihrem Antrag die Welt in Unordnung bringen, aber sie bringen damit etwas Unordnung in die Welt. Denn die Begriffe verwirren sich schon in der Überschrift. Ich lese sie Ihnen noch einmal vor. Schluss mit dem Betrug bei Verbrauchs- und Emissionswerten von Kraftfahrzeugen. Potenziale für den Verkehr von morgen mobilisieren. Und man fragt sich, was hat das eine mit dem anderen zu tun? Was hat der Abgasskandal damit zu tun, dass wir Potenziale für den Verkehr von morgen mobilisieren sollen? Das ist wirklich absurd. Und wir müssen mal einen Blick zurückschauen, was denn überhaupt passiert ist. Der Volkswagen-Konzern hat zugegeben, mit einer verbotenen Software die Emissionswerte von rund 11 Millionen Fahrzeugen in Testbetrieben manipuliert zu haben. Ihm drohen daher Strafzahlungen in Milliardenhöhe. Und dieser Sachverhalt muss von VW transparent aufgeklärt werden. Und VW muss auch sicherstellen, dass sich solch ein Vorfall nicht wiederholt. Und wir wissen auch, dass die Bundeskanzlerin sich dahingehend geäußert hat. Der Bundesverkehrsminister hat Gespräche mit VW und dem Kraftfahrtbundesamt geübt und eine vom Bundesverkehrsministerium eingesetzte Untersuchungskommission ermittelt derzeit den Sachverhalt. Von daher denke ich, dass das in diesem Hause hier niemand kritisieren kann. Die Ergebnisse sollten wir daher abwarten und allen Beteiligten ist damit gedient, wenn Volkswagen sich A neu aufstellt und B den Skandal überwindet. Deshalb sind solche Wirrwarr-Anträge, die Abgas-, Regionalisierungsmittel, Infrastruktur, Klimaschutz und Energiesteuer durcheinanderwerfen, nun wirklich der falsche Weg und bringen uns da überhaupt nicht weiter. Aber, meine Damen und Herren, was Finanzminister Walter Borjans zur Abgasaffäre gesagt hat, das war einer der Skandale im Skandal. Er hat tatsächlich gefordert, den VW-Konzern für mögliche Steuerschäden haftbar zu machen. Bevor überhaupt irgendein Sachverhalt ermittelt worden ist, spekuliert Walter Borjans über mögliche negative Folgen der VW-Affäre für die Kraftfahrzeugsteuer. Und eigentlich wäre seine Aufgabe, sich um die Haushaltspolitik in Nordrhein-Westfalen zu kümmern. Und wie so oft versucht der Landesfinanzminister, mit populistischen Forderungen von seinem eigenen Versagen abzulenken. Und wenn wir dabei noch bedenken, dass die Verlagerung der Kfz-Steuer, nach der Verlagerung der Kfz-Steuer, er für das Thema gar nicht mehr zuständig ist, dann ist das umso bedenklicher.
Außerdem ist der Landeshaushalt am Kfz-Steueraufkommen schon seit dem 1. Juli 2009 nicht mehr beteiligt. Und daher sind seine Aussagen nicht mehr als heiße Luft. Für eine seiner üblichen Schlagzeilen nimmt Walter Borjans daher billigend in Kauf, dass das Image des größten Autoherstellers Europas und die Marke Made in Germany weiter beschädigt werden. Und das ist auch mehr als bedenklich. Lassen Sie sich zum Schluss noch eine Bemerkung zu einer weiteren Forderung der Piraten in Ihrem Antrag sagen. Die Piraten fordern dort, die Landesregierung solle auf allen Ebenen darauf hinwirken, dass Dieselkraftstoff genauso besteuert werden soll wie Ottokraftstoff. Einmal abgesehen davon, dass er das gar nicht soll, weil wir dann gleichzeitig auch den Logistikstandort Deutschland schließen könnten, wird die Mineralölsteuer von der Bundeszollverwaltung erhoben und es würde daher reichen, dass eine Ebene sich dafür einsetzt. Dies als kleine Nachhilfe. Der Überweisung des Antrags in den Ausschuss stimmen wir jedoch zu. Herr Kollege Moritz, Sie haben vielleicht, danke schön für den Redebeitrag, Sie haben vielleicht gesehen, es gibt den Wunsch nach einer Kurzintervention und zwar von Herrn Kollegen Bayer, der sich bitte einmal eindrücken müsste. Das Mikro ist frei. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin. Ich musste zu den letzten beiden Beiträgen gar keine Zwischenfragen stellen. Ich glaube, jeder, der sich die Presse in den letzten Wochen angeguckt hat und selbst, wenn er Handelsblatt oder Wirtschaftswoche liest, ist ganz egal, wie das gefärbt ist, weiß oder hat mitbekommen, dass es hier nicht darum geht, einen Betrugsskandal aufzuklären und vielleicht der größte Industriebetrugsskandal, den wir je hatten, aufzuklären und irgendwie Schaden abzuwenden, sondern dass es jetzt darum geht, die Chance, ich habe es jetzt mit Fukushima verglichen, muss man nicht unbedingt, aber die Chance, die man jetzt hat, durch diesen Weckruf zu nutzen und endlich was zu ändern und endlich das dazu zu begreifen, Klima- und Umweltschutzpolitik ordentlich anzugehen, aber auch dafür zu sorgen, dass wir in Zukunft noch auf dem Gebiet wirtschaftsfähig sind, dass die Automobilindustrie sozusagen hier nicht einfach stirbt und durch andere Technologien aus anderen Ländern ersetzt wird. Wir haben in Nordrhein-Westfalen Zulieferer, die darauf warten, dass ihre Technik eingesetzt werden kann. Die würden auch das Apple-Auto beliefern, aber die darauf warten, dass ihre Technik eingesetzt werden kann. Deshalb wird es für NRW nur gut sein, wenn die Automobilindustrie hier mal diesem Weckruf folgt. Und ich glaube, sich dem zu verschließen, einfach sagen, weiter so, wir klären das auf und dann machen wir weiter so mit der Verkehrspolitik, das wäre der ganz falsche Weg. Dann sitzen wir hier in 10 Jahren wieder, vielleicht auch in 20 und sagen, hätten wir damals mal was gemacht, so wie wir das jetzt tun bei vielen anderen Dingen. Die Zeit, Herr Bayer. Vielen Dank. Herr Kollege Moritz, Sie haben jetzt selbstverständlich auch noch mal 1:30 Minuten Gelegenheit zu antworten. Ach, das geht auch sehr viel schneller. Herr Bayer, wir diskutieren im Ausschuss darüber und vielleicht können Sie bis zu der Diskussion im Ausschuss sich so weit vorbereiten, dass Sie halt nicht in einen Antrag so viele verschiedene Punkte reinschreiben, die alle nicht zueinander passen, sondern dass Sie sich auf die wichtigen Punkte konzentrieren und dann freuen wir uns auf die Diskussion mit Ihnen im Ausschuss. Vielen Dank, Herr Kollege Moritz. Für die Grünen spricht jetzt Herr Kollege Klapper. Sehr geehrte Damen und Herren, ich würde erst mal feststellen, dass diese Debatte etwas mehr Publikum auch von unseren Abgeordnetenkollegen verdient gehabt hätte, weil ich der festen Überzeugung bin, dass es sich hier um einen der größten industriepolitischen Skandale der Nachkriegszeit handelt. Und wir wissen ja bis jetzt nur das, was sozusagen öffentlich bekannt ist. Also es wird ja täglich was Neues aufgedeckt. Die Kollegin Philipp hat es ja eben gesagt, was gestern im Bereich von den Benzinern und dem CO2-Ausstoß bekannt geworden ist. Wer weiß, wie es bei anderen deutschen Automobilkonzernen aussieht. Wer weiß, wie es bei BMW oder bei Mercedes bei den Produktpaletten aussieht entsprechend. Und ich muss schon sagen, Herr Moritz, ich hatte mir eben eine Pointe aufgeschrieben aus der Bundestagsdebatte von einem CDU-Kollegen. Da habe ich gedacht, das ist nicht zu toppen. Aber Sie haben es eben in Ihrer Rede wirklich noch geschafft. Also hier zu unterstellen, dass diese ganze Offenlegung ein Anschlag auf die deutsche Automobilindustrie ist. Da hat der CDU-Kollege in der Bundestagsdebatte vor einigen Wochen gesagt, es wäre eine Verschwörung der US-Automobilindustrie gegen den deutschen Autobauer VW. Also das haben Sie mit Ihrer Rede eben noch hingekriegt. Sie haben ja völlig, also wirklich völlig am Thema vorbeigesprochen. Unterstellen den Piraten noch, Ihr Antrag würde in die falsche Richtung gehen.
Herr Moritz, Sie haben sich offensichtlich mit dieser ganzen Thematik überhaupt, die können mir jetzt auch mal einmal zuhören, nebenbei auch nicht unbedingt quatschen, Sie haben sich offensichtlich mit dem ganzen Thema überhaupt noch nicht beschäftigt, denn ich gebe den Piraten zwar nicht immer recht, aber das, was hier eben in den Raum gestellt worden ist, dass dieser ganze Skandal sozusagen das Fukushima der deutschen Automobilindustrie sein könnte, das würde ich absolut unterstützen. Es ist ein riesiger industriepolitischer Skandal. Und es wird eine zweite Sache noch deutlich, und zwar ist das die Kumpanei der Bundesregierung, insbesondere der CDU/CSU, mit der deutschen Automobilindustrie, und das seit vielen Jahren, in Personam von Herrn Wissmann und vielen anderen. Warum ist es denn heutzutage so, dass es keine unabhängigen Abgaskontrollen mehr gibt? Warum werden die Abgaskontrollen von den Herstellern selber durchgeführt? Früher gab es diese Abgaskontrollen, wurden vom Umweltbundesamt durchgeführt, sind von der Großen Koalition abgeschafft worden. Heute können, es ist ein Freifahrtschein für die deutsche Automobilindustrie, alle Automobilhersteller können selbstständig die Abgaskontrollen durchführen. Das wäre der entscheidende Schritt, doch jetzt von Seiten der Bundesregierung zu sagen, an diesem Punkt machen wir Schnitt und führen wieder eine unabhängige Abgaskontrolle ein und richten eine Bundesbehörde ein, die entsprechend diese Abgaskontrollen durchführt. Wer auch immer das schon gesagt hat, das ist auf jeden Fall eine der entscheidenden Forderungen. Und auch ein zweiter Punkt ist richtig und wichtig, zu sagen, wenn, wann nicht jetzt, könnte es sozusagen zu einer klaren Wende innerhalb der deutschen Automobilpolitik kommen. Wer fährt denn auf den deutschen Straßen entsprechend mit modernem Antrieb? Das sind die Japaner, das sind die Hybridwagen. Toyota hatte hier ganz klar die Nase vorn. Das ist auch damals, ich weiß noch, in sehr sozusagen zugespitzten Formulierungen von Frau Künast kritisiert worden. Die deutsche Automobilindustrie hat doch hier entsprechend überhaupt nicht aufgeholt. Und wann, wenn nicht jetzt, wäre der Zeitpunkt gekommen zu sagen, wir machen hier einen Einschnitt, wir setzen auf andere Antriebe, das ganze Bundesprogramm, 1 Million Elektromobile auf die Straße zu bringen bis 2020. Wo sind wir denn da bis jetzt? Wir haben nicht mal 10.000 zugelassene E-Autos auf deutschen Straßen. Also offensichtlich ist das ganze Anreizprogramm, was aufgelegt worden ist, falsch. Jetzt wäre doch die Möglichkeit, mal zu überdenken, als Angebot, als positives Angebot auch für die Automobilhersteller zu überlegen, was ist der Markt der Zukunft, womit kann Geld verdient werden, was sind die Fahrzeuge, die wirklich am Markt bestehen können in der Zukunft, welche Fahrzeuge können entsprechend auch die sehr strengen Abgaswerte auch einhalten. Jetzt wäre die Chance, entsprechend da einen Schnitt zu machen, wann, wenn nicht jetzt, und ich muss sagen, Herr Moritz, in Ihrer Rede haben Sie da wirklich jegliche Vernunft eben vermissen lassen. Das war ein äußerst peinlicher Auftritt hier im Parlament eben gerade. Ansonsten von Seiten der Piraten, Sie haben einige Punkte angesprochen, die ich auch teile, wo man aber auch klar sagen kann, wir können das im Ausschuss weiter debattieren. Sie haben ja auch zum Glück eine Überweisung beantragt. Es gibt natürlich eine Reihe von Punkten, die wir von Seiten der Landesregierung machen. Entsprechend das Zukunftsprogramm Elektromobilität, der Aktionsplan Nahmobilität etc. Also es gibt, oder zum Beispiel auch die jetzt wichtige erreichte Einigung bei den Regionalisierungsmitteln. Es ist völlig richtig, dass man hingucken muss sozusagen, wie sieht Mobilität der Zukunft aus, was bewegt sich auch weg vom Privat-Pkw, wie ist der ÖPNV entsprechend ausgestattet, was tut sich im Bereich der Fahrräder bei den E-Antrieben und so weiter und so weiter. Da unterstützt die Landesregierung wichtige Entwicklungen. Da kann man sicherlich auch noch ein Stück mehr machen, als wir das bisher machen. Das werden wir in der Zukunft entsprechend auf den Plan bringen. Wir werden es im Ausschuss debattieren, was wir hier schon vorangebracht haben, was hier noch zu tun ist. Ich finde auch richtig, dass Sie das im Antrag entsprechend erwähnt haben. Dieser Einschnitt in der Automobilindustrie ist bisher, glaube ich, insbesondere beim Hersteller, aber auch bei vielen Politikerinnen und Politikern nicht angekommen. Das sieht man hier in der Debatte leider. Das hat man auch bei der Bundestagsdebatte bemerkt. Ich hoffe, wir können vielleicht durch eine gute Beratung im Ausschuss dazu beitragen, dass hier entsprechend die Veränderungen ein Stück mit auf den Weg kommen. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Kloppe. Für die FDP hat Herr Kollege Rasche das Wort. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Nachrichten von VW, die wir ja auch erst gerade wieder kürzlich gehört haben, lassen schon Zweifel aufkommen am Handeln von Aufsichtsrat, von Vorstand und leitenden Personen bei diesem Unternehmen. Die Vorfälle müssen dringend aufgeklärt werden, da sind wir uns alle einig. Politisch kann man das Thema natürlich nutzen für verschiedene Zielsetzungen einer jeden einzelnen Partei. Man kann zum Beispiel versuchen, es auszunutzen für die Ziele der Umweltpolitik.
indem ich Dieselmotoren prinzipiell bekämpfe und prinzipiell weiterhin bekämpfe die Mobilität auf unseren Straßen mit Ausnahme des Fahrrads. Man kann aber auch politisch sagen, ich setze mich für diesen Erhalt von weltweit 600.000 Arbeitsplätzen ein, die uns wichtig sind. Für den Wirtschaftsstandort Deutschland ist VW mit seinen 250.000 Arbeitsplätzen von zentraler Bedeutung. Und die Bedeutung geht ja weit über diese 250.000 Arbeitsplätze hinaus. Das ist mehr der Ansatz der FDP-Fraktion in diesem Haus, meine Damen und Herren. Und man kann natürlich auch versuchen, von diesen Skandalen als Partei, als Fraktion politisch zu profitieren. Ich glaube, das ist diesem Thema überhaupt nicht angemessen. Frau Höhn fordert heute für die Grünen mehr staatliche Kontrolleure in diesem Bereich. Das ist ein typischer Reflex. Und es ist schon bemerkenswert, für ein fast staatliches Unternehmen noch mehr staatliche Kontrolleure zu fordern. Das ist ein Witz schlechthin. Noch bemerkenswerter, meine Damen und Herren, sind die Unterschiede, die hier mal wieder in der Verkehrspolitik zwischen den Koalitionären zu erkennen sind. Die Kollegin Philipp spricht sich klar für Dieselfahrzeuge aus, weil sie wichtig sind für den Logistikstandort Nordrhein-Westfalen und Deutschland und weil es keine andere Möglichkeit gibt, ohne diese Fahrzeuge zu nutzen. Der Kollege Glocke will genau den anderen Weg, kein Wort pro Richtung Dieselfahrzeuge. Es geht alles Richtung E-Motoren, die wir auch wollen, die sich entwickeln müssen. Aber gerade in der Logistikpolitik finden wir damit keine Lösung. Also große Unterschiede mal wieder in der Verkehrspolitik dieser Koalition. Herr Kollege Rosche, Entschuldigung, dass ich Sie unterbreche. Herr Kollege Oleak würde Ihnen gerne eine Zwischenfrage stellen. Aber gerne. Vielen Dank, Herr Kollege. Ich wollte Sie fragen, ob Ihnen die gestern vorgestellten Forschungsergebnisse des Forschungszentrums Jülich bekannt sind, wo es genau in der Weiterentwicklung der Arbeitsplätze hier in Nordrhein-Westfalen und auch der Logistikplätze vor allen Dingen darum zukünftig gehen wird, wie wir sicher, einfach und CO2-klimaneutral zukünftig die Tankstellen mit Wasserstoff versorgen können. Denn genau diese Ergebnisse werden dazu führen, da haben wir diesen zeitlichen Einschnitt, dass es eine komplette Umwandlung der Mobilität geben wird und der Dieselmotor einfach letztlich stirbt? Vielen Dank, Herr Kollege, da darf ich auch gleich antworten. Ich konnte dieses Papier natürlich von gestern heute noch nicht lesen, habe es aber auf Wiedervorlage gelegt, werde das tun. Aber so wie Sie es gerade geschildert haben, entspricht das genau Ihrer Realitätsferne, was Mobilitätspolitik in Deutschland und Nordrhein-Westfalen betrifft. Genau das, was Sie gerade vortragen, gefährdet den Logistikstandort Nordrhein-Westfalen. Das sind sehr langfristig bezogene Ziele, die uns heute, morgen und übermorgen, meine Damen und Herren, nicht weiterhelfen. Wir brauchen realitätsnahe Politik in Nordrhein-Westfalen, meine Damen und Herren. Entschuldigung, dass ich Sie schon wieder unterbreche, aber bevor Sie Ihren nächsten Argumentationsstrang beginnen, würde ich Sie gerne fragen wollen, ob Sie eine Zwischenfrage von Herrn Kollegen Glocke zulassen möchten. Ich habe Sie fast erwartet. Das war ein Ja. Ja. Das ist nett, Herr Kollege Rasche. Ich hätte die Nachfrage, ob Sie eben in der Rede vom Kollegen Moritz wurde angesprochen, es wäre vom Finanzminister gekommen, der Vorschlag. Ich hätte es so verstanden, als wäre es der Justizminister gewesen, der darauf hingewiesen hat, dass nicht der Hersteller und nicht aber die Kunden die unrechtmäßige Inanspruchnahme von Steuervorteilen, also bei VW entsprechend, zu zahlen hat, also der Hersteller. Und meine Frage an Sie wäre, ob Sie diese Meinung teilen oder ob Sie meinen, dass die Kunden auf dieser Summe oder auf diesen Leistungen entsprechend sitzen bleiben sollten. Wie alle Fraktionen in diesem Hohen Haus, Herr Glocke, setzen wir uns immer für die Rechte von Kunden ein. Ich habe eingangs gesagt bei meiner Rede, dass wir ein laufendes Verfahren haben, dass wir große Zweifel am Handeln der führenden Persönlichkeiten von VW haben und dass Aufklärung dringend geboten ist. Und diese Aufklärung müssen wir abwarten, bevor wir da irgendwelche Schritte heraus ableiten. Das ist ein Vorgehen, was Sie gerade vornehmen, was unangemessen ist. Erster Schritt ist, die Fragen müssen geklärt werden, die Aufklärung muss betrieben werden und dann müssen wir gemeinsam überlegen, wie wir handeln. Verbraucherschutz steht dabei ganz oben, meine Damen und Herren. Abschließend, liebe Kolleginnen und Kollegen, werbewirksam, sagte der Kollege Glocke eben, da droht das Fukushima der deutschen Automobilindustrie. Ich glaube, das ist ein bisschen übertrieben, hilft dem Wirtschaftsstandort Deutschland und Nordrhein-Westfalen auch überhaupt nicht weiter. Ich würde es anders formulieren. Die Grünen setzen weiter
ihren Kriegszug gegen die deutsche und nordrhein-westfälische Industrie fort. Und das sollten alle anderen Fraktionen in diesem Haus beenden. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Rasche. Für die Landesregierung spricht jetzt Herr Minister Remmel. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich glaube, wer die Debatte aufmerksam verfolgt, auch draußen im Lande, wird heute hier im Landtag feststellen, dass es insbesondere auf Seiten der Opposition bei CDU und FDP hier vorgetragen genau die Mentalität, die Mentalität zutage gekommen ist, die uns in die Situation jetzt gebracht hat, in der wir sind. Nämlich eine Wagenburg-Mentalität, die nach dem Motto handelt, nichts sehen, nichts hören. Und wir müssen uns sozusagen um die Automobilbauer in Deutschland scheren, müssen sie verteidigen. Aber wir müssen nicht an die Zukunft unseres Industriestandorts denken. Darum geht es nämlich in der Sache, meine sehr geehrten Damen und Herren. Es ist doch eine Schande. Es ist doch eine Schande auch für unseren Standort, für unsere Behörden und für alles, was wir an Politik und Entwicklung, Verwaltung in Deutschland haben, uns von amerikanischen Behörden erklären lassen zu müssen, dass wir offensichtlich nicht genau hingucken in Deutschland und in Europa und nicht die richtigen Maßstäbe haben, genau diese Manipulationen auch aufzudecken. Warum müssen uns andere das erklären? Warum können wir da nicht selber die Finger in die Wunde legen? Es ist nämlich seit Jahren bekannt und ein Thema, dass es gravierende Mängel sowohl national als auch auf der europäischen Ebene bei der Abgasgesetzgebung gibt und dass wir hier nicht auf dem neuesten Stand sind. Wir können das an vielfältigen Aktionen nachweisen, die wir eingebracht haben in den Bundesrat. Wir haben mehrere Gespräche auf der europäischen Ebene geführt, um genau an diesem Punkt was zu verändern. Es ist doch in der Tat ein Irrsinn der Geschichte, dass uns erst durch Interventionen aus Amerika, der dortigen Behörden und der dortigen Umweltverbände das Thema hier auf der Tagesordnung ganz oben gesetzt wird und dass wir uns jetzt damit beschäftigen. Was allerdings in den letzten zwei Tagen bekannt geworden ist, dass es zusätzlich zu den Manipulationen im Bereich Stickoxide auch noch Manipulationen bei CO2-Ausstoß geben soll, also beim Kraftstoffverbrauch, hat eine neue Dimension eröffnet. Dass Hersteller bei den CO2-Prüfstandsmessungen alle gerade noch legalen Schlupflöcher des Messverfahrens nutzen, um niedrige CO2-Werte zu erzielen, ist seit langem bekannt. Aber dass jetzt on top auch in diesem Bereich noch manipuliert worden ist, das konterkariert nicht nur die Klimaschutzziele, sondern ist auch ein Betrug am Steuerzahler und an der Steuerzahlerin, weil das muss man klar und deutlich festhalten. Die Kfz-Steuer wird nämlich nach Hubraum und CO2-Ausstoß bemessen und damit entsprechend in der Emissionsklasse. Und insofern haben doch alle recht, die sagen, hier wird dem Staat, der Allgemeinheit Geld entzogen durch Manipulationen und durch falsche Messwerte. Und das muss man thematisieren dürfen. Und darüber hinaus hat auch der Justizminister recht, dass es doch nicht sein kann, dass durch Manipulationen, die hier stattgefunden haben, jetzt Haftungsstrafen, Strafenzahlungen in den USA passieren, die aufgrund des deutschen Steuerrechts hier noch abgeschrieben werden können und wiederum dem deutschen Steuerzahler, Steuerzahlerin zur Last gelegt wird. Erst wird die Gesundheit geschädigt und dann nimmt man auch noch das Geld von den Menschen in Deutschland und in Nordrhein-Westfalen. Das kann nicht sein und das muss man auch ehrlich diskutieren dürfen an dieser Stelle. Und was im Zentrum der Debatte steht, wenn es um die Frage Umweltwirkung und auch entsprechende Überprüfung angeht, dann muss man festhalten, in der Tat, dass die Umweltbehörden auf allen Ebenen, im Land, auf der kommunalen Seite, sehr wohl an verschiedenen Stellen überprüfen und nachhalten können. Wir können Osterfeuer kontrollieren, wir sollen und dürfen Laubbläser kontrollieren, Luft- und Lärmmessungen allenthalben machen und dann auch für entsprechende Ordnungswidrigkeiten Bußgelder aussprechen. Wir müssen und dürfen sogar große Industrieanlagen überprüfen. Die müssen den Standards entsprechen. Und wenn sie nicht entsprechen, werden sie nicht genehmigt oder sie werden stillgelegt. Aber gerade beim Automobil, bei dieser Maschine, dürfen wir es nicht. Das ist nach deutscher Gesetzgebung nicht erlaubt. Und da ist schon ein Blick dahin vonnöten, wo es denn nun aufgedeckt worden ist.
Ich habe vor 2 Wochen einen Besuch in Kalifornien machen dürfen. Da haben die Umweltbehörden genau das Recht, zu prüfen und dann anschließend auch das Inverkehrbringen von Fahrzeugen, die nicht dem Standard entsprechen, zu verhindern. Das ist ein Drohmittel, was dazu hilft, höchste Standards im Bereich der Automobilabgase in den USA, in Kalifornien zu gewährleisten. Und da frage ich mich, warum industriepolitisch das in den USA möglich ist, aber in Deutschland und in Europa offensichtlich nicht. Und das ist eine industriepolitische Frage. Das ist eine industriepolitische Frage, weil natürlich auch der Standort Nordrhein-Westfalen massiv mit der Automobilindustrie zusammenhängt. Wir sind das Automobilzulieferland. Und natürlich fragen sich unsere Unternehmen in Nordrhein-Westfalen, wo geht die Entwicklung hin? Was ist die Zukunft unserer Automobilpolitik? Wo gehen die Modelle in Zukunft in welche Richtung? Und deshalb ist es elementar für unseren Standort, dass wir auch eine politische Richtung an dieser Stelle vorgeben. Das kann doch nicht sein, dass wir das einfach zur Kenntnis nehmen, sagen, sind ein paar schwarze Schafe, aber über die industriepolitischen Dimensionen überhaupt gar nicht diskutieren, meine sehr geehrten Damen und Herren. Die Redezeit. Wir haben darüber hinaus ein Problem natürlich vor Ort. Stickoxidemissionen bereiten uns große Probleme. Gerade in den Umweltzonen ist das nach wie vor ein Problem. Beim Feinstaub kommen wir runter, bei den Stickoxiden nicht. Und nun haben wir aktuell ein Vertragsverletzungsverfahren durch die Europäische Kommission. Ja, was sollen wir denn machen, wenn wir da möglicherweise bald zu Strafzahlungen verpflichtet werden? Ich sehe die nicht, dass wir die zahlen sollen. Wir haben nämlich gar keine Instrumente, keine Mittel, um das zu verändern. Was ist denn mit den grünen Plaketten? Gelten die nun oder gelten die nicht? Sind die noch angemessen oder nicht? Und das muss an erster Stelle stehen, dass die Verbraucherinnen und Verbraucher geschützt werden. Die können darunter nicht leiden und dürfen darunter nicht leiden. Deshalb erfordert, dass hier Klarheit von der Bundesregierung, aber auch von der Europäischen Kommission, hier auch den Verursacher klar in den Mittelpunkt zu stellen. Hier muss Ersatz geleistet werden, bis hin dazu, dass gegebenenfalls auch Ersatzfahrzeuge zur Verfügung gestellt werden. Wir können nicht die Gesundheit der Menschen auf Kosten des Konzerns hier ruinieren. Und deshalb muss es hier klare Anforderungen auch an den Verursacher geben. Darüber hinaus, meine Damen und Herren, steht natürlich in der Perspektive auch die Frage zukünftiger Antriebe und Antriebstechnologien auf der Tagesordnung. Lassen Sie uns bitte jetzt nicht in der aktuellen Aufklärung die Frage nach dem Dieselprivileg und den Steuern stellen. Es ist eine, die die Kommission auf die Tagesordnung im Zusammenhang mit dem Vertragsverletzungsverfahren gesetzt hat. Das muss man beantworten. Aber es steht für mich nicht ganz oben auf der Tagesordnung. Was oben auf der Tagesordnung neben Aufklärung und dem Schadloshalten der Verbraucherinnen und Verbraucher steht, ist tatsächlich die Frage, wo zukünftig unsere Antriebstechnologie sich hin entwickelt. Natürlich muss es in Effizienz gehen, in noch mehr Gesundheitsschutz der Bürgerinnen und Bürger. Aber es steht natürlich auf der Tagesordnung, hier den Anschluss nicht zu verlieren, wenn es um emissionsfreie Mobilität geht. Und hier in der Tat sind andere Länder auf der Erde uns voraus. Und da hat der Antrag der Piraten durchaus das richtige Thema angesprochen. Es ist eine industriepolitische Frage für unser Land, wo sich Industrie und Antriebstechnologie entwickelt. Und das, was in Kalifornien als Markteinführung für Elektrofahrzeuge passiert, führt dazu, dass sie führend sind in der Technologie und wir hinterherlaufen. Und das kann nicht dauerhaft so sein. Deshalb müssen wir uns genau an dieser Stelle Gedanken machen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Minister. Das waren exakt 3:30 Minuten über der Redezeit und gemeldet haben sich bereits Herr Kollege Moritz für die CDU und Herr Rasche für die FDP. Sie haben entsprechend auch die Redezeit jetzt zur Verfügung. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, Herr Minister, ich fand das jetzt sehr interessant, dass gerade Sie jetzt zu dem Tagesordnungspunkt gesprochen haben. Also es wäre ein Punkt gewesen, der den Verkehrsminister betroffen hätte, vielleicht noch eher den Wirtschaftsminister, der hier im Haus ist. Und meine Damen und Herren, es lässt schon stark blicken in diesem Hause hier und insbesondere bei dieser Landesregierung, dass der Wirtschaftsminister hier im Raume sitzt und zu dem Thema nicht sprechen darf. Das ist für uns der klare Beleg, auch für die Bürgerinnen und Bürger im Land, welchen Stellenwert Industriepolitik bei dieser Landesregierung hat. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Moritz.
für die FDP jetzt noch einmal Herr Kollege Rasch. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, lieber Kollege Ott, der Kollege Moritz hatte doch genau recht. Der Umweltminister Johannes Remmel hat gesprochen von einer Kehrtwende und von Kernfragen der Automobilindustrie. Das ist Industriepolitik schlechthin. Und es ist schon verwunderlich, warum dazu nicht ein Verkehrsminister oder ein Wirtschaftsminister redet, sondern der Umweltminister, der andere Ziele verfolgt. Genau das haben wir doch heute in der Debatte hier festgestellt, als der Kollege Klocke und Frau Philipp von der SPD völlig unterschiedliche Ansätze verfolgt haben, die sich elementar widersprochen haben, meine Damen und Herren. Aber der Umweltminister spitzte es ja noch zu. Er sprach von einer allgemeinen Industriepolitik in Nordrhein-Westfalen, die er verändern möchte. Auch das ist eine Kernfrage natürlich in der Landesregierung, aber doch insbesondere vom Wirtschaftsminister, insbesondere vom Verkehrsminister, ja eigentlich von der Ministerpräsidentin unseres Landes, meine Damen und Herren, und nicht nur vom Umweltminister, der hier alleine vorprescht, wie in vielen anderen Bereichen auch. Gleich um 16 Uhr sind Vertreter der nordrhein-westfälischen Zementindustrie beim Wirtschaftsminister. Vielleicht hätten Sie zum Umweltminister gehen wollen, weil Sie nämlich bereden möchten, wie es denn mit der Zukunftsfähigkeit der nordrhein-westfälischen Zementindustrie aussieht. Und da stehen große Gefahren an, weil nämlich der Umweltminister Gesetze vorgelegt hat, die diesen Industriestandort gefährden. Meine Damen und Herren, man muss sich in Nordrhein-Westfalen fragen, wer ist in Nordrhein-Westfalen in dieser Landesregierung zuständig für die Zukunft des Industriestandortes in diesem Land? Anscheinend ist es der Umweltminister. Wir möchten das als Freie Demokraten wieder ändern, dass es Politiker bestimmen, die ein grundsätzliches wirtschaftliches freundliches Denken in diesem Land vertreten, so wie es eigentlich der Wirtschaftsminister tut. Aber er kann das Wort ja noch ergreifen, denn die Landesregierung, meine Damen und Herren, darf immer überziehen. Vielen Dank, Herr Kollege Rasche. Für die Fraktion der Piraten hat sich der Kollege Bayer gemeldet. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Wir überweisen den Antrag, gehe ich davon aus jedenfalls, in den Verkehrsausschuss und in den Wirtschaftsausschuss und in den Umweltausschuss. Insofern haben alle drei Ausschüsse die Möglichkeit, darüber auch noch mal zu debattieren. Und ja, mir wurde gerade auch noch mal angetragen, natürlich hätte das Ganze auch noch beim Ressort Gesundheit sein müssen. Und natürlich betrifft das zum großen Teil die Gesundheit der Menschen in diesem Land. Und Herr Rasche, ich sehe daran, dass Herr Remmel hier auch deutlich überzogen hat und auch daran an der Öffentlichkeit, an der öffentlichen Wahrnehmung, dass es eben tatsächlich so ist, dass die Politik auf diesen Skandal reagieren muss, dass sie die Pflicht hat, das politisch sozusagen auszunutzen. Es muss nicht parteipolitisch sein, wir können uns auch einig sein, aber sie muss diesen Weckruf ja nutzen. Den Weckruf verstreichen zu lassen, der da ist, das wäre ja fahrlässig. Ja? Dann sitzen wir tatsächlich hier und dann haben Sie nachher recht und der Dieselmotor wird weiterhin versucht auszureizen mit Milliarden an Geldern, die nachher zu nichts führen, weil der Dieselmotor einfach dann zu Ende entwickelt ist und irgendjemand anders mit was Neues kommt, was womöglich auch noch viel günstiger zu produzieren ist. Und dann ja, haben wir das Nachsehen, auch dann die Zuliefererbetriebe in Nordrhein-Westfalen. Und ich gehe gleich dann nicht zur Zementindustrie, sondern zum parlamentarischen Abend des DLR. Das sieht mal um die politische Ausrichtung. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Bayer. Für die Fraktion Die Grünen spricht der Kollege Pricken. Präsident, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, also das war jetzt wirklich ein Paradebeispiel. Ich will dem Kollegen Rasche das gar nicht übel nehmen, dass er da unten versucht, rüberzukommen, sich anzubieten, indem er immer wieder diese Nummer fährt von der Zwietracht zwischen den Ministern, alles geschenkt. Aber als Paradebeispiel für ein Ignorieren von Problemen und Ignorieren von Aufgabenstellungen, was der Kollege Moritz geboten hat, das habe ich nicht erwartet. Und ich sage das doch, ich sage das als jemand, der 30 Jahre VW Passat Diesel fährt und der vor 3 Jahren stolz auf den letzten neuen Passat war, weil es ein Blue Motion Passat war, 1500 Kilometer Reichweite, wenn man vernünftig fährt. Und ich gedacht habe, ich kaufe mir ein technisch hervorragendes neues Fahrzeug.
und immer dankbar gewesen bin für die Zuverlässigkeit, mit der der gefahren ist. Und sich jetzt betrogen fühlt, ein Stück weit, von einem Konzern, der offensichtlich wusste, was er da machte, und der dann denkt, und das haben Sie nicht, sind Sie überhaupt nicht drauf eingegangen, was ist mit unserer Automobilindustrie, das ist ja völlig richtig, die ein Kernelement der Beschäftigung des industriellen Wohlstands ist, wenn sie zu solchen Methoden greifen muss und wir auf der anderen Seite aus den USA, aus anderen Ländern Tesla, Elektrofahrzeuge kriegen, die 400-500 Kilometer Reichweite haben. Und wenn Sie sich erkundigen, wenn Sie einen neuen Wagen kaufen wollen und Sie sagen, was ist mit unseren Premium-Firmen, was ist mit VW? Und dann gucke ich mir bei VW ein Elektrofahrzeug an, dann hat er 130 Kilometer Reichweite und im Winter oder Sommer hat er 60 Kilometer netto. Dann ist das ein völlig unzureichendes Angebot. Und insofern hat der Kollege Glocke völlig recht. Wir hoffen nicht, Fukushima war für die Japaner eine Katastrophe. Wir hoffen natürlich nicht, dass das eine Katastrophe wird für unsere Autoindustrie. Aber das Warnsignal, dass man nicht setzen kann auf eine Technologie, die möglicherweise so nicht in den Griff zu kriegen ist, sondern dass man das, was Sie ja in der Großen Koalition unter Merkel doch nun immer wieder gesagt haben, ganz eindeutig 1 Million Elektrofahrzeuge auf deutschen Straßen in 5 Jahren, und damit waren nicht Elektrofahrräder gemeint, sondern damit waren Autos gemeint. Und Kollege Glocke hat recht, 10.000. Wo sind Sie denn, die aus der deutschen Produktion? Wir brauchen Sie. Wir brauchen Sie wirklich als Alternative. Wir wissen genauso, dass unsere Verbrennungsmotoren, die technisch eigentlich sehr gut sind, so hatten Sie den Ruf, noch eine Zeit lang weiterlaufen werden. Aber das Neue aufzubauen, das ist doch genau das Risiko. Wenn man die Augen so zumacht, Herr Moritz, wie Sie das eben gemacht haben, die Prozesse so verdrängt, dann werden alle anderen kommen. Und wir waren als Grüne immer dafür, eine Ankaufprämie als Anreiz zu setzen, um die Ersten, so wie das damals Ihr Bundeskanzler Kohl gemacht hat mit der Entwicklung der Windindustrie, damit die ersten 100.000 Fahrzeuge tatsächlich kommen, statt Abwrackprämie eine Ankaufprämie. Wenn wir sie jetzt aussetzen würden, würden wir die französische Autoindustrie entwickeln, weil von den Europäischen, die weiter sind wie wir. Das ist doch der Kern der Katastrophe, dass im Angebot unserer ganzen Firmen, wenn ich es richtig weiß, nur BMW die einzigen sind, die ein halbwegs vernünftiges Angebot machen. Alle anderen deutschen Premium-Marken bieten dem Elektrobereich nichts, was sie als normaler Autonutzer tatsächlich kaufen würden und nutzen würden. Das ist das Bedauerliche an der Stelle. Und wenn man dann die Augen so zumacht und das verdrängt und mit Unterstellung hier operiert, dann schadet man im Kern den Industriestandort. Dann schadet man ihm, weil man nicht mitmacht, dabei zu helfen, dass nach vorne die Entwicklung kommt. Das ist im Kern die Sünde. Und da gibt es keine Differenz zwischen den beiden Regierungsmitgliedern. Das ist alles Quatsch, ist alles Popanz. Sie drücken sich am Kern des Problems vorbei. Ich weiß nicht warum, aber das würde sich bitter rächen. Danke. Vielen Dank, Herr Kollege. Wir liegen keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Wir sind damit am Schluss der Aussprache und wir kommen zur Abstimmung. Der Ältestenrat empfiehlt Überweisung des Antrages Drucksache 159, also 10059, an den Ausschuss für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr federführend, an den Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt, Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz sowie an den Ausschuss für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und Handwerk. Die abschließende Abstimmung soll im federführenden Ausschuss in öffentlicher Sitzung erfolgen. Wer dem seine Zustimmung geben kann, bitte ich um das Handzeichen. Dankeschön. Wer kann dem nicht seine Zustimmung geben? Wer enthält sich? Damit ist die Überweisungsempfehlung einstimmig angenommen. Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 8.